Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tekken 8 Video. Und ja, wir starten jetzt mit Jun Kazama durch. Und zwar in ihrer Charakterstory. Also, let's go. Several years ago, Jun Kazama faced the mighty ogre in Yakushima, where she narrowly escaped death by fleeing to the Kazama Sanctum. As she drifted in and out of consciousness, she was overcome with scenes of a deadly struggle between her beloved Kazuya Mishima and son Jin Kazama. Upon waking from her long nightmare, Jun realized her visions were a reflection of how the pair stood in the real world. She set off for Italy to put an end to this quarrel between father and son. Kazuya-san, Jin, 必ずあなたたちを救ってみせます。 Get ready for the next battle! Ja, sie ist die Einzige, die im Kolosseum hier abgeht, deswegen Italien. Na los. Ja, Jun ist hier wahnsinnig stark. Ihr Default-Outfit ist auch wirklich, kann man sagen, 10 von 10? Also wirklich gutes Design. Round 1. Fight! Also sie ist wirklich gut. Macht auch wirklich Spaß. Ist sehr viel Tekken Tech 2. Nee. Arm brechen. Ich bin trotzdem nicht so... Ich bin glücklich, dass sie wieder da ist, aber ich habe eher was anderes erwartet als überwiegend Tekken Tag 2 Movement. Aber ja. Aber verdammt hübsch haben sie gemacht. Nee, also, da muss ich dich reinigen, mein Guter. Boom! Sei erleuchtet. You win.
Daryl Kazuya! Round 1. Fight! Ja, es ist verrückt, was du mit der machen kannst. Fight! Und jetzt kommt er! Azazel! Nein! Ach ja. Ja, ich war auch überrascht, dass er in der Story vorkam. Aber hey. Er ist ja der Ursprung von dem ganzen Scheiß. Also sie ist stark. Sie ist stark. Sie ist aber stark, Mann. Ja, das hätte das Ende von allem sein sollen. Oh, ihr Ende ist auch charakterisiert. Kazuya Spitze als Vater? Sogar Jin sagt gleich das, was Kazuya eigentlich ist. Du Mistkerl! Und das ist er. Ach ja, das hätten wir alles haben können. Aber wo ist sie jetzt? Warum hat sie G-Corporation? Aber ich meine, wer die Story gespielt hat, kann vielleicht jetzt spekulieren, ah, sie kommt daher. Kazuya weiß Bescheid, keine Ahnung. I don't get it. Wir wissen es nicht. Ne? Vogel ist ja ihr Markenzeichen. Ja, wir wissen es. Okay, meine Damen und Herren, das wär's mit diesem Video Jun Kazamas Story Run. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und ja, ich würde sagen, oh ja, und wenn euch nicht nur mein Tekken-Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle. Bye, bye.